Bürgermeister Herr Hebig, liebe Frau Dr. Kaufmann, lieber Herr Baum, lieber Herr Schäfer, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist mir eine Ehre, heute hier sprechen zu dürfen. Es bewegt mich, dass 82 Jahre nach der Deportation der Juden aus dem Saarland der Pfalz in Württemberg diese Wanderausstellung Gürs 1940 nun auch in Frankenthal zu sehen ist. Ich freue mich sehr, dass sich die Stadt Frankenthal und der Förderverein Jüdisches Gedenken dafür entschieden haben, sich auch dem Aspekt Kunst und Kultur im Lager zu widmen. Wo liegt Gürs? Gürs ist ein kleines Dorf am Fuße der Pyrenäen, nur wenige Kilometer von der spanischen Grenze entfernt. Wer schon einmal dort war, wird diese überwältigend schöne Landschaft nie vergessen. In vielen Texten, die in Gürs verfasst wurden, wird der Anblick der Pyrenäen voller Sehnsucht nach Freiheit beschrieben. Unerreichbar ist diese Landschaft für die Internierten, denn Internierung bedeutet Gefangenschaft, Freiheitsraum. Ich entdeckte sie erstmals, als ich Anfang der 90er Jahre in Pau, der Hauptstadt des Departements Basse-Pyrénées, wochenlang im Archiv forschte und hunderte von Karteikarten und Dokumenten durchforstete. In diesem Archiv befinden sich bis heute die wichtigsten Dokumente des Lagers Gürs. Gürs war in jeder Hinsicht ein Lager der Extreme unter den französischen Internierungslagern. Es war mit seinen 24 Hektar flächenmäßig das größte Lager in Frankreich. Kein Lager existierte länger, über 6 Jahre. Nirgendwo waren mehr Menschen hinter Stacheldraht eingesperrt. 60.000 Menschen. Kein Lager war internationaler. Menschen aus 54 Ländern waren dort. Nirgendwo in Frankreich sind in einem Lager so viele Menschen gestorben. Über 1000 Gräber gibt es heute in Gürs. Und von keinem Lager wurden so viele Menschen aus Frankreich nach Auschwitz deportiert wie hier von Gürs. Der Titel meines Vortrages Zwischen Himmel und Hölle, Kunst und Kultur am Lager Gürs, ist eine Anspielung auf eins der vielen Revuen im Lager, geschrieben von einem der beliebtesten und fantasiereichsten italienischen Künstler, Alfred Nata. Er nannte sich zeitweise auch Peter Pan. Unter diesem Namen erschienen Ende der 50er Jahre in der DDR auch seine Gürs-Texte. Lachen trotz Tod und Teufel, zunächst als Buch, später auch als Schallplatte. Gemeinsam mit dem Komponisten Kurt Lewall, der seine Gürs-Texte im Lager vertont hatte, tourte er mit diesen Gesängen in der Schallplatte durch die DDR und werden später eine Kostprobe. Warum beginne ich einen Vortrag in dieser Einleitung? Wir wollten eigentlich eine Musik hören, vielleicht könnt ihr die noch einblenden. Herr Schäfer, das haben wir hier versäumt. Wir starten eben das Thema kurz zu beginnen. Blocks gab es
und fast jede Pilot in jeder Marke eine Kulturmarke. Beliebt waren nicht nur die Revue von Nathans Kabarett-Truppe und seinem Jazz-Orchester Johnny Green and the Clapping Boys, sondern auch die Liederabende, der Auftritt von Kinder- und Männerchören und die Klavierkonzerte. All das waren überlebensnotwendige Seelenspender und Orte der Begegnung von allen, die sonst im Lager getrennt waren, Männer, Frauen und Kinder. Ich zitiere Elsbeth Kasser, die im Alter von 29 Jahren für die Schweizer Hilfsorganisation Secours Suisse im Lager tätig war. Und zwar auch freiwillig dorthin ging. 3 Jahre lang kümmerte sie sich dort um die Kinder und versuchte sogar eine Schule einzurichten. Ich hatte das große Glück, Elsbeth Kasser noch in den 90er Jahren kennenlernen zu dürfen. Zitat. Die kulturellen Aktivitäten waren etwas Großartiges. Das war ein ganz wichtiger geistiger Widerstand. Aus einem Minimum an Mitteln stellten die Künstler ein Programm zusammen. Am Sonntag kamen die Kinder nicht in die Baracke. Da habe ich mir erlaubt, eine Stunde ins Konzert zu gehen. Da spielten ein Geiger, der Wiener Philharmoniker und Hans Ebelke, der seiner jüdischen Frau zuliebe ins Lager gekommen ist. Die Rede ist hier von dem Wiener Geiger Fritz Brunner, von dem auch noch später die Rede sein wird. Wie wiederholen werden, hat ihm Fritz Brunner seine künstlerische Tätigkeit das Leben gerettet. Die Schweizerin Elsbeth Kasser hat viele Kunstwerke, die ihrem Lager anvertraut wurden, aus dem Lager geschmuggelt und sich nach Jahrzehnten entschlossen, sie in der Öffentlichkeit zu übergeben. Die Sammlung Kasser ist heute allen zugänglich. Alles, was es an künstlerischen, individuellen oder kollektiven Schaffung gab, war ein Versuch zu überleben, auch durch die Bildung von kulturellen und religiösen Gemeinschaften. Es war der Versuch, sich Mut zu machen, anzuklagen, sich lustig zu machen über die Täter und die Vorschriften. Es geht in diesem Vortrag um Glücksmomente für kurze Zeit, das Leben hinter Stacheln zu vergessen. Es geht um das brennende Verlangen, in der Zeit der Barbarei ein Stück gelebte europäische Kultur, ein Stück vertraute Normalität erleben zu dürfen. Es war der Wunsch, nicht zu zerbrechen und aufzugeben. Dort, wo Menschen als wertlos und unermenschlich galten, das Bewusstsein für den eigenen Wert aufrechtzuerhalten. Trotz der extremen Lebensbedingungen und der erdrückenden Perspektivlosigkeit wurde gedichtet. Ganze Romane wurden geschrieben, tausende von Briefen. Wir sind allein 7 Tagebücher bekannt, heimlich verfasst. Es wurde gezeichnet, bemalt, komponiert, getanzt. Die meisten künstlerischen Zeugnisse dokumentieren das Leben im Lager in den eigenen Arabien. Zusammengefügt. Im versinkenden Umschlag, im Leben, in dramatischen Hygieneverhältnissen, dem Hunger, den Krankheiten und das Sterben. Im öffentlichen Diskurs und in der Geschichtsschreibung wird heute viel von Narrativen gesprochen. Auch bei der Eröffnung dieser Wanderausstellung im April 2021 in Berlin. Der Kurator Christoph Kreuzmüller sprach, es sei nun Zeit für ein europäisches Narrativ. Ich habe lange darüber nachgedacht, was ist ein europäisches Narrativ? Ich interpretiere den Satz so, dass alle Geschichten gehört werden, aus allen Perspektiven. Die der Spanier, die der internationalen Niederländer, der internierten Frauen von Mai 1940 bis Juni 1940, der Kinder und Jugendlichen, der Sinti und Roma und natürlich der badischen und pfälzischen Jugend eben all und all den anderen Endiserabeln, all der anderen Unermenschen. Der kulturelle Ausdruck ist in den jeweiligen Phasen der Lagergeschichte sehr unterschiedlich. Diese Phasen sind in der Ausstellung anschaulich dokumentiert. Es gibt das Lager der spanischen Flüchtlinge und der internationalen Brigaden, die Phase des Frauenlagers, das Lager seit Etablierung der Vichy-Regierung bis hin zu den Deportationen nach Auschwitz. Das Lager der Spanierkämpfer. Jürs wurde im April 1939 in 6 Wochen aus dem Bundesstaat auf Lehmboden gebaut und die teils Auffanglager für spanische Flüchtlinge und für die internationalen Brigaden. Drumherum ein hoher Stacheldrahtzaun. Das Lager stand bis zum November 1940 unter Militärverwaltung, dann war das französische Innenministerium verantwortlich. In dieser ersten Zeit der Lagergeschichte war die Gruppe der rund 18.000 Internierten, vor allem Männer, relativ homogen.
Aus den Tagebüchern von Frauen und anderen Dokumenten geht jedoch hervor, dass es auch in dieser Zeit auch Frauen und Kinder gegeben haben muss. Ich zitiere aus dem Tagebuch von Thea Sternheim vom 7. Juli 1940. Zitat: In der Baracke 11 befinden sich an die 20 Frauen von deutschen Spanienhilfe. Sie werden dort seit 18 Monaten gehalten. Eine von ihnen hat einen Knaben, Johnny Hohmann, der ganz und gar wie der Jesusknabe von Raphaels Sistina aussieht. Das war die Stimme von Ernst Busch, Spanienkämpfer, mit dem Lied Vorwärts, internationale Brigade. Auch er kam in das Lager, und zwar erst nachdem ein anderes Lager in die Marokko-Stelle war. Aus dieser ersten Zeit sind vor allem politische Lieder überliefert. Dort spricht ein Wir, kein Individuum. Das Kollektiv steht im Vordergrund. Wir, die Kämpfer gegen Franco, wir, die Kämpfer gegen Hitler und für die Freiheit. In jeder Zeile spürt man die Kraft der jungen Männer und ihre Zuversicht, dass Europa irgendwann befreit sein wird vom Nationalsozialismus. Eberhard Schmidt, ein anderer Spanienkämpfer, den ich noch nach dem Mauerfall in Ost-Berlin kennenlernen durfte, gehörte zu den Deutschen der Internationalen Brigaden, der kurz nach der Eröffnung des Lagers Westdeutschland interniert wurde. Hier ein Auszug aus dem Lied abgedruckt in seiner Autobiografie. Wir lehnen Rat, wir stecken voller Leben. Keiner kann uns, wir sind auf Draht. Refrain und Knast, KZ, der Meister unser Leben, bei uns wird allein die Tat. Siegessicher schließt das Gedicht mit der Gewissheit der Befreiung. Zitat: Doch wir wissen, einmal wird kommen der Tag, an dem der Stacheldraht fällt. In den Liedern und Gedichten dieser Zeit erfährt man wenig oder gar nichts vom Alter und Lager, wie zu späteren Zeitpunkten. Hier geht es ausschließlich um das politische Bekenntnis. Und die siegreiche Gruppe und die Gewissheit der eigenen Stärke und Zukunft. Einmal abgesehen vom Verfassen und Singen dieser politischen Lieder entfalteten die Itinerant zahlreiche Aktivitäten. Sie führten politische Schulungen durch, gründeten eine Art Hochschule und brachten eine Lagerzeitung heraus, die Lagerstimme KZ News, von der es rund 100 Ausgaben gibt. Ein Höhepunkt für die Spanier waren die Paraden, Sportveranstaltungen, Co-Auftritte und Konzerte am 14. Juli 1939, die anlässlich des 150. Jahrestages der Französischen Revolution organisiert wurden. Französische Zeitungen wie die Dépêche de Toulouse zeigten sich beeindruckt von 1700 stammstehenden, in Marseillaise singenden Männern und mit Bekenntnis zu den Idealen der Französischen Revolution. Im September 1939 beginnt mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen der Zweite Weltkrieg. Und in Frankreich werden alle Deutschstämmigen, alle männlichen Deutsche werden in Frankreich interniert und ein halbes Jahr später, im Mai 1940, auch die deutschstämmigen Frauen. Und damit beginnt ein weiteres Kapitel in der Lagergeschichte. Am 7. Mai 1940 überfällt die deutsche Wehrmacht Frankreich. 6 Wochen ist der, wie es heißt, der Dôle-de-Guerre vorbei und Frankreich ist besiegt. Das Land wird in eine unbesetzte und eine besetzte Zone eingeteilt. In der Zeit vom Mai bis etwa Juli 1940 war Würsch fast ein reines Frauenlager, aber von einigen Spanienkämpfern absolut. Und 10.000 Frauen waren dort in dieser Zeit interniert. Eine der Internierten war Hertha Hausmann. Sie ist eine von rund 50 Zeitzeugen und Zeugen,
die mir von ihrer Zeit im Exil persönlich und schriftlich vom Lager erzählen. Lotte Hausmann, Malerin, als Jungfrau in den 30er Jahren nach Frankreich emigriert, weil sie Jüdin bzw. Halbjüdin war. Ich traf sie als Studentin in den 80er Jahren in Paris mehr oder weniger durch Zufall. Wir wurden sofort gute Freunde. Ohne sie hätte ich vielleicht nie von mir erfahren und das Thema hat mich nicht mehr losgelassen. Sie war eine von tausenden Frauen, die sich im Mai 1940 im Pariser Sportstadion Wildrumgewerb einfinden musste und von dort nach Bürsten deportiert wurde. Wir hören sie jetzt im Originalton. Ja, wie wir da ankamen vor diesem Lager mit Stacheldraht umgeben, habe ich auch gedacht, das ist sicher nur provisorisch eine Aktion, eine Schutzaktion für die vielen Flüchtlinge, die sich dann langsam schon wo verteilen werden. Es war eben schon ein großer Teil von den Baracken besetzt mit den Spanienflüchtlingen, die man interniert hat, obwohl Frankreich es anders versprochen hatte, aber die Regierungen ändern sich. Und wie wir da durchkamen, haben diese Spanier zum ersten Mal seit ein oder eineinhalb Jahren, ich weiß nicht genau wann der Spanische Krieg zu Ende ging, haben sie Frauen gesehen und haben durch ihre Lager haben sie Geschenke gleich bekommen. Einer hat ein Brot gegeben, der andere eine Rose. Und sie waren sehr viele Katalanen ohne Beine, auf ihren Wegen sind sie rumgefahren, aber sie waren irgendwie leuchtend. Kaum waren wir da, kamen also nach dem Armistice im Juni, da kamen die Deutschen auf Jeeps durchs Lager gefahren mit Gebrüll und Lautsprecher, deutsche Frauen kommt heim ins Reich. Ich weiß nicht genau, ob es dieser Satz war. Und wir wurden also aufgefordert, sich in einer Sonderbaracke, in einem Sonder-ILO, in einer Abteilung. Die ILOs bestanden immer aus 30 Baracken. So oft es ging, aus dem Lager heraus in die protestantische Baracke, wo wir Musik hörten, wo einer der Internierten, ein Pianist, Ebinger, der hat die Johannes- und Matthäus-Passion im Klavierauszügen gespielt, und das war also mein ganzes Glück, dass ich da dorthin gehen konnte. Und da ging auch immer so ein junger Mann herum und hat wahrscheinlich gedacht, da ist eine, die kann man noch heim ins Reich schicken. Und nach einiger Zeit wurde ich vorgeladen. Wir wussten, dass an dem Tag die deutsche Kommission in die Direktion da kommt. Und also die Schramm kam zu mir, hat gesagt, sie sind vorgeladen, da sich vorzustellen. Habe ich gesagt, da gehe ich nicht. Sagt sie, sie müssen gehen, sonst werde ich verhaftet. Werde ich gesucht, denn ich bin momentan nicht bemerkt. Dann bin ich darauf durch diese riesige Straße an allen diesen ILOs vorbei und kam in die Kommandantur, hat man das genannt, ja. Das war ja eben das seltsame Spiel von Katz und Maus. Ich kam da rein in ein Zimmer und blieb hinter dem Stuhl stehen. Dann hat er gesagt, setzen Sie sich. Sag ich, nein, ich kann stehen bleiben. Sag, setzen Sie sich als Ordre. Und dann waren zwei deutsche Offiziere, ältere Offiziere, ein älterer, ein grauhaariger schon und ein jüngerer. Und rechts auf dem Tisch, halb sitzend, genau wie bei der Dieter Parlo, ein Franzose, Leutnant mit Beinen schaukelnd. Und dann haben sie mich also ausgefragt, warum ich nicht heim ins Reich gehe. Und sie haben ihre Mutter dort. Und das habe ich ja vielleicht schon erzählt, dass sie mir gesagt haben, sie haben ihrer Mutter geschrieben, dass sie hier bleiben bis zum Ende. Und dann hat er gesagt, das ist ein Irrtum, das Ende sind wir. Ein schöner Satz. Zu gebrauchen für einen Film. Und dann haben sie also Geburt, sage ich, nein, ich habe Frankreich als meine zweite Heimat gewählt und ich will da bleiben und meine Malerei weiterführen. Dann hat er gesagt, einer von denen hat er gesagt, sie sind natürlich arisch, sage ich, nein, halb. Dann hat er das nicht arisch über das Dossier drüber geschrieben und dann hat er gesagt, ja, dann tun sie besser hier zu bleiben. Das war Herr Hausmann. Ich möchte jetzt einen Auszug aus meinem Roman vorlesen. Und zwar, es ist kein Roman, der da entstanden ist, sondern der ist erst im Jahr 2019 erschienen.
Der Buchtitel Der Apfelbaum, der Autor ist der Schauspieler Christian Merkel. Ein brillantes Buch über seine Familie. Und es gibt eine Passage, die auch im Just spielt und die ist geradezu dokumentarisch. Ich habe nichts gefunden, was darin romanhaft ist, deswegen kann ich hier was zitieren. Es geht nochmal um diese sehr reiche, besondere Situation, Juli 1940. Als die Lastwagen abfuhren, werden die Baracken verwaist. In manchen saßen nur noch 8 bis 10 Frauen, andere waren halb leer. In Salas Baracke, das ist die Hauptfigur in diesem Buch, blieben 45 Frauen. Eine alte Kommunistin hatte sich geweigert einzusteigen. Aber sie sind doch Arierin, hatte der deutsche Offizier gesagt. Ich sterbe lieber hinter französischem Stacheldraht als hinter Deutschen, war ihre trockene Antwort gewesen. Weil sie nicht unbedingt gefragt, in Deutschland wird es gut gehen. Das glaube ich weniger. Ich habe immer meinen Maul aufgerissen und ich werde in meinem Alter nicht damit aufhören. Salah war eine Rückkehr, das war so gefährlich erschienen. Die Gerüchte, die im Lager über den Krieg kursierten, waren so unterschiedlich wie verwirrend. Ein Tag hörte man im deutschen Heer über die Munition ausgehen, dann wurde von der Eroberung Moskaus berichtet, bis es wieder hieß, der Russlandfeldzug sei rettungslos verloren und Hitler stünde ganz gewiss kurz vor der Kapitulation. Niemand wusste, woher die Gerüchte kamen, noch welchen Weg sie genommen hatten. Auf absurde Weise fühlte sich Salah in ihrer von Stacheldraht umzäunten Baracke zum ersten Mal seit ihrer Ankunft geborgen. In den nächsten Tagen wurde Just von einer Hitzewelle erfasst. Der mit Urin durchtränkte Lehmboden stank erbärmlich. In der Baracke klagten mehrere Frauen über blutigen Durchfall. Es folgten Fieber und Krämpfe, Appetitlosigkeit über die Hitze pressen wurden. Die Ruhe. Der Bacillus breitete sich über das gesamte Ilo aus. Schnell wurden die betroffenen Frauen isoliert. Ein junges Mädchen, das gerade noch mit einem Spanier Bilder und Erinnerungen geteilt hatte, starb nach einer Woche. Ebenso die Jungfrau, die Sabine angefleht hatte, ihren Namen und den ihres Sohnes auf die Arierliste zu setzen. Sie wurde mit anderen Toten auf den Lager gebracht. Wie Tierkadaver wurden sie auf die Ladefläche eines Lastwagens geworfen. Der kleine Mosche stand schreiend am Stacheldraht. Niemand durfte sich näher am Abschied zu nehmen. Die Gesunden starben aus der Ferne den Lastwagen nach. In den Baracken saßen die Frauen eng zusammen. Sie sprachen den kommenden Tagen immer wieder das Kalisch für die Toten. Aus dieser Zeit des Frauenlagers vom Mai bis zum Juli 1940 sind vor allem Gedichte, Tagebücher und Zeichnungen überliefert. Und ein Roman entsteht sogar statt ohne Männer von der im Gegensatz zu der politischen Kampfführung der Spanier vertreten die Frauen in ihren Texten ihr individuelles Erleben aus, den Schock über die Internierung, sie klagen an und sie beschreiben alltägliche Verrichtungen wie das Waschen in aller Öffentlichkeit vor den Augen des Wachpersonals und dem Teilen des Gutes. Es gab aber auch zahlreiche gemeinsame kulturelle Aktivitäten. Es gab Tanzaufführungen, Sportveranstaltungen, Modeschauen, Gesangsabende. Auszug aus einem Bericht von Marianne Nebel in Breslau, Corona Musiktherapeutin, über eine Kostümparty. Ich zitiere. Es war wirklich unglaublich. Die Decken der Baracken waren mit Militärdecken, die wir hatten, abgehängt. Als Dekoration dienten leeren Sandkasten, Sardinenbüchsen und Käseschalen, Eierschalen und Knochen. Die Strohsäcke waren neben die schiefen Wände gelegt, sodass man einigermaßen bequem sitzen konnte. An der Bar gab es Zitronenlimonade. Eine Zitrone musste für 10 Gläser reichen. Die Frauen sahen unglaublich aus. Ohrringe aus Zitronenschalen oder mit Aluminiumtassen, Strohsäcke, Schlafanzüge wurden wie Maratschas getragen, weiße Handtücher, die als Turbane um den Kopf geschoben wurden und so weiter. Zu den bedeutendsten internierten Künstlern dieser Zeit gehörte die deutsch-französische Malerin Lou Albert Lazare. In ihrer mehrmonatigen Gefangenschaft, gemeinsam mit ihrer Tochter Ingrid Roux, die ich auch noch kennenlernen durfte, entstanden eine große Anzahl von Zeichnungen. Alle hatten verschiedene Aspekte des Lagerlebens halt fest. Es handelt sich meist um mehr figurige Außenzeichnungen, Skizzen aus dem Schlaf- und Waschlager. Ihre Federzeichnungen und Skizzen aus Gürs wirken auf den ersten Blick harmlos. Sie zeigen die Frauen stehend, sitzend, liegend, wie sie sich unterhalten bei alltäglichen Dingen.
Manche Bilder wirken fast idyllisch, wenn da nicht der Stacheldraht zu sehen wäre und uniformiertes Wachpersonal, hohe Lichtmasken, Barackenarchitektur, Bahnschienen. Es fehlt in Zeichnungen eine Atmosphäre der Bedrohung, der Angst und des Elends, wie in Filmen und wirklich in anderen Texten. Dennoch dokumentieren sie eine subtile Form der Gewalt, die Reduzierung des eigenen Lebensraumes, die dominierende Stimmung, Warten und Leben mit der Unsicherheit. Wie geht es weiter? Dass die internierten Frauen im Lageralltag immer wieder ihre Persönlichkeit und Eigenart entgegensetzen, ist ein wichtiger Aspekt in den Arbeiten von Noa Pelazar. Mit sparsamen Mitteln betont die Künstlerin die individuellen Charakteristika. Ihre Körperhaltung, ihre Haare, ihre Kleider, ihren Gesichtsausdruck. Es gibt keine Uniformität. Ihre Wasch- und Duschszenen vermitteln sogar Lebensform. Die Künstlerin verleiht ihrem Abschnitt sogar einen sinnlichen, erotischen Ausdruck. Noa Pelazar konnte in ihrer Tätigkeit und Lage offenbar ungehört hindert nachgehen. Hannah Schramm, die kurz erwähnt wurde, eben in dem Bericht von Hertha Hausmann, schreibt in ihrem Buch Menschen in Würst, veröffentlicht in den 70er Jahren, Noa Pelazar sei auf ständiger Jagd nach Modellen gewesen, ausgestattet mit einem, Zitat, wallenden weißen Gewändern und einem riesigen Calabrese aus Stroh auf dem roten Haarstoff. Das trug ihr den Ruf einer verrückten Künstlerin an. Dabei tat sie das, was ich immer schon getan hatte, zu zeichnen. Es ist ihr so gelungen, einen Teil ihres bisherigen Lebens auch hier in der Stacheldraht aufrechtzuerhalten. Zeichnen, künstlerisch arbeiten, ist für sie weitergehen. Ihre Gürzmarke wurde durch ihre Tochter überliefert und später in Teilen und dann komplett veröffentlicht. Die Monate Mai und Juli sind geprägt von Angstabfragen, Ungewissheit über die politische Lage. Von den Soldaten, die das Lager bewachen, erfahren die Frauen kaum etwas. Auch die Aufseherin, ehemalige Gefängnisangestellte, begreifen nicht, wen die französische Regierung hier interniert hat. Ich zitiere die Fotografin Ilse Ling. Wir waren für sie der Abschaum. Wenn die Offiziere an unseren Baracken vorbeigingen, dann taten sie das so, als würden sie durch ein Bordell streiten. Die einzigen, die internierten Frauen als hilfreich empfanden, waren die verbleibenden internierten Spanier. Mit dem Waffenstillstand Frankreichs und dem berüchtigten Endedruck Hitlers und Pétains im Juni 1940 verschwindet für die Exilierten endgültig die Sicherheit, in Frankreich in Sicherheit zu sein. Am 10. Juli wurde die neue französische Regierung unter Pétain konstituiert und bezog ihren Sitz in Vichy. Mit dieser neuen Vichy-Regierung erhalten die Internierungslager in Frankreich eine neue Funktion. Sie wurden endgültig zu Lagern für alle Personengruppen, die als unerwünscht, gefährlich oder unwert galten. Neue Gesetze schufen die Grundlage für die Internierung der auch der französischen Gruppen. Im Oktober 1940, im Monat der Deportation der badischen und pfälzischen Juden, begann mit der antisemitischen Gesetzgebung die Kollaboration Frankreichs auf höchster Ebene. Am 3. Oktober wird das Judenstatut erlassen, das den Ausschluss der Juden von öffentlichen Ämtern und aus der Kulturleben zur Folge hat. Die französischen Juden wurden von einem Tag auf den anderen zu Paris. Die Internierungslager wurden zu Sammelorten für die spätere Deportation. Viele Frauen nutzten dieses kurze Zeitfenster im Sommer 1940 und konnten das Lager verlassen. Darunter Hannah Arendt, Lisa Fitko, die bekannt wurde durch das Buch Mein Weg über die Pyrenäen, Friedel Kantorowitz, Ruth Fabian und viele andere. Hunderte, wie beschrieben in dem Roman Der Apfelbaum, blieben im Lager. Es schien dort fast sicherer als außerhalb des Lagers. Mit der Ankunft der badischen und pfälzischen Juden im Oktober 1940 beginnt der nächste Abschnitt in der Geschichte des Landes. Mehr als 6.500 Juden und Jüdinnen aus der Pfalz, dem Saarland-Baden, kommen nach tagelanger Zugfahrt am Bahnhof Oloron an und werden dann in das Lager großgebracht. Einige starben schon während der Fahrt ins Unglück. Die Hintergründe dieser einzigen Westdeportation durch die Gauleiter Wagner und Würkel im Rahmen des Madagaskar-Plans wird hier in der Wanderausstellung beschrieben. Die Deportierten stehen unter Schock. Nach ohnehin schon 7
sieben Jahre voller Angst, Demütigung und Entrechtung, nun Abschiebung ins Nachbarland Frankreich. Hunderttausende von Briefen stammen aus der Feder der badischen und pfälzischen Frauen und Männer, die versuchen, mit ihren Familien Kontakt aufzunehmen, über die Lage berichten und flehen bei Hilfsorganisationen Hilfe bitten. Stellvertretend für viele Stimmen zitiere ich aus einem Brief von Else Liefmann, Kinderärztin und frühere Stadtverordnete aus Freiburg, die gemeinsam mit ihrem Bruder und ihrer Schwester nach Kürze geführt wurde. Zitat: Bitte, 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 liebe G. Sie sind wahrscheinlich die allererste, die einen Bericht über diese Schrecknisse erhält. Setzen Sie alle Hebel in Bewegung, um sie bekannt zu machen. In der Schweiz, in Amerika, es muss etwas geschehen. Es kommen stündlich neue Transporte und man weiß nicht mehr, wohin mit den Leuten. Die Frauen fangen an, Virulat zu schlucken. Es ist grausig. Was man sieht und hört an Tragödien ist unbeschreiblich. Babys von wenigen Wochen, alte Leute bis 98 Jahre, kranke, sterbende, irre, verwirrt. Unbeschreiblich. Im Gegensatz zu den politischen und jüdischen Flüchtlingen aus Deutschland, die bereits 1933 integriert waren, die bereits die Erfahrung gemacht haben, als unerwünschte Ausländer oder gar fünfte Kolonne angesehen zu werden, weil die neue grausame Lebensrealität der badischen und pfälzischen Juden und französischen Lager hinterstachelt war. Ein Schock. Es traf sie vollkommen unvorbereitet. Anna Schramm, bereits in den 30er Jahren emigriert, schreibt in ihren Erinnerungen Menschen über das angespannte Verhältnis zwischen diesen beiden Gruppen der Emigrierten und Deportierten aus Deutschland. Zitat: Sie, die Badenser, waren ganz offensichtlich Opfer. Aber sie konnten nichts dafür, dass man sie deportiert hat. Aber wir? Wohnt man freiwillig in schmutzigen Baracken? Ist man freiwillig in schlechte Kost? Genügt man sich freiwillig mit einem Strohsack und sonst nichts als Wohnungseinrichtung? Wenn wir hier schlechter als im Gefängnis lebten, so musste das doch irgendeinen Grund haben. Und warum hatten wir überhaupt Deutschland verlassen? Besonders die Nichtjuden. Solche Berichte, auch Briefe, Tagebucheinträge zeigen. Die Deutschen, die deutsch-jüdischen Internierten hatten das gleiche grausame Schicksal, nämlich interniert und entrechtet worden zu sein, aber momentan waren sie sich vollkommen fremd geworden. Mit der Ankunft der Menschen aus Süddeutschland begann Jürs das organisierte jüdisch-religiöse Leben. Jedes Region hatte seinen eigenen, teilweise täglichen Gottesdienst. Einige Juden aus Baden war der Kultus so wichtig, dass sie die Agada mit ins Lager brachten und ein gewisser Louis Zuckermann bekam sogar die Erlaubnis, diese Info tausendmal zu vervielfältigen. Es wurde ein Synagogenchor und ein Camp-Rabinat eingerichtet. Dass den Deportierten ihre deutsche Identität abgesprochen wurde und sie jetzt nur noch Jude sein dürfen, ist ein Topos der Texte, die in Kürze entstanden sind. Muss Jude sein, muss anders sein, lautet bezeichnenderweise eine Zeile des Gedichtes. Besonders tief sitzt der Schock, dass ausgerechnet das Volk der Dichter und Denker den Nationalsozialismus hervorgebracht hat. Ich zitiere aus dem 1970 verfassten Erinnerung der Mannheimer Pianistin Ida Joffner-Frank. Und heute noch, wenn ich daran denke, kann ich nicht begreifen, dass sich ein Kulturvolk, aus dem die größten Dichter, Denker, Philosophen und Musiker hervorgegangen sind, auf diese Weise, auf die unmenschlichste Weise in dieses erschütternde Ereignis der Hitlerwelt mit ihren teuflischen Ideen und Auswüchsen hat hineinziehen lassen und ihm ohne Widerstand zu lassen befolgt ist. Daher handelt ein großer Teil der Künstler der badischen Juden und von diesem Schmerz des Ausschlusses aus der Volksgemeinschaft und der aufgezwungenen jüdischen Identität. Zeitgleich gibt es auch Gedichte, aus denen ein neues, stolzes Bekenntnis zur jüdischen Identität spricht. Ich lese das Gedicht vor, Ruf aus dem Ido. Frisch auf mein Volk, die Flammenzeichen rauchen, hell aus dem Norden bricht der Freiheit Licht. So sang einst Körner, doch die Juden singen nicht. Juden beten, glauben, hoffen, dass auch für sie, der einst das Tor der Freiheit offen ist, der Pfad lang und dornenvoll und schwer. Der Weg zurück geht für uns Juden niemals mehr. Die Juden waren immer Gottesstreiter und jüdische Frauen mit die Wegbereiter. Denk nur an Ruth,
die ehrend lesen gegen das Feld in ihrem Wirken, Schaffen, Sorgen, Wachstum, einhält. Von Rahel Lester könnte ich noch erzählen, die jüdische Frau mag sie zum Vorbild werden. Vermag auch der Stacheldraht das Leben uns wirklich wenig Schönes zu geben, so dürfen dennoch wir nicht resignieren. Es heißt, gesund zu bleiben und die Nerven nicht zu verlieren. Auf Regen versammelt, so war es immer da, vielleicht auf sieben mageren, nun fertig, sieben fertig haben. Wenn dann vom Mast des Schiffes das Freiheitsbanner weht, dann fühlen wir alle, es ist niemals zu spät. Von neuem zu beginnen, im fernen Land, reicht uns nur bald der Über die hilfsbereite Hand. Verfasserin ist Tilly Rapp. Ebenfalls aus Bahn deportiert. Eines der bekanntesten Lieder, vertont im Tango-Rhythmus, ist das Lied von Gürs. Der Titel meiner Doktorarbeit bezieht sich auch auf dieses Gedicht. Das ist ein Zitat aus diesem Lied. Schön ist die Welt für viele, alles geht bei ihnen glatt. Doch daneben gibt es auch andere, die haben ihr Leben satt. Und nur weil Baden stehen, dort muss der hinein, der kein Recht hat, auf der Welt zu sein. Alle machten sich ein zu Pläne und sie hielten sich daran fest. Doch aus Pläne wurden Tränen, weil sich das Leben nicht gesehen ist. Dieses Lied wurde erstmals in der Erinnerung von Rolf Weinstock veröffentlicht, der auch hier in dieser Wanderausstellung mit einem Fototext berücksichtigt wurde. Er war einer der ersten, der seine Goethe-Erfahrung direkt nach dem Krieg veröffentlicht hat. Das war im Gesicht Hitler Deutschlands. Das Gedicht wurde auch noch durch andere überliefert, allerdings immer unter Autornamen. Im Goethe-Tagebuch der Offenbacherin Clementine Neue, früher Vizepräsidentin des Jüdischen Frauenbundes, gemeinsam mit ihrem Mann 1940 nach Goethe invertiert. Im Tagebuch erzählt in den Texten und Originalbuch im Tango-Rhythmus auch den Namen des Komponisten und Autors, nach dem ich lange gesucht habe. Leonhard K. Merker, ein Operettenkomponist, der bereits in dem Männerlager Lemil Musik und Texte geschrieben hat. Zwischen Himmel und Hölle, die Revue von Alfred Nathan. Im Frühjahr 1941 verbessern sich die Lebensumstände etwas. Zahlreiche Hilfsorganisationen werden im Lager tätig, zum Beispiel die protestantische Simar, die Quäker und der Zitrusfüß. Die protestantische Organisation kann sogar Partituren und Instrumente besorgen. Es entstehen sogar Bibliotheken und viele der eingangs eingerichteten Kulturprogramme. Im Zuge des Jahres 1941 sind ca. mehr als 200 Künstler am Lager interniert, die ein umfangreiches Kulturprogramm zusammenstellen. Geprobt wird teilweise bei eisiger Kälte mit leerem Magen auf improvisierten Bühnen. Eine herausfordernde Rolle kam die bereits erwähnten Alfred Nathan zu. Sänger, Chansontexter, Kabarettleiter, erfahren schon auf den Bühnen der Weimarer Republik. Von 1939 bis zu seiner geglückten Flucht im Dezember 1942 nach Spanien war er insgesamt in 11 französischen Internierungslagern interniert, am längsten in Gewiss. Mit seinen Chansons, vor allem seinen Revuen wie Mieux Motorier, also es ist besser drüber zu lachen, 17 Tabletten aus meiner Hausapotheke oder Zwischen Himmel und Hölle, traf er den Herzschlag der Italiener. Die Programme waren Trost, Zerstreuung und Unterhaltung zugleich. In vielen, vielen Gesetzen werden sein Talent, seine Schlagfertigkeit, seine politische Kompromisslosigkeit und seine menschliche Wärme hervorgehoben. Lachen, Kratz, Tod und Teufel war seine Medizin. Erstaunlicherweise gab es im Lager eine gewisse künstlerische Freiheit. Die Lagerverwaltung war sogar froh über die kulturelle Abwechslung. Und Nathan stellte sogar speziell französische Programme zusammen und wurde den Kommandant. Es gab zwar eine Lagerzensur und auch Spitzel, die Aufführung überwachten, aber verboten wurde nach meinen Recherchen nur eine einzige Aufführung. Ich zitiere aus einem Bericht von einem Heinz Behrendt. Nathans Theatertruppe darf sich nicht mit innerfranzösischen Dingen beschäftigen, sonst aber sind die Grenzen ziemlich weit gezogen. In ihrer letzten Revue, Himmel und Hölle, brachte die Truppe einen Wotan-Song, der sich mit den hitlerischen Misserfolgen in Russland beschäftigte.
Er wurde erst verboten, als ihm das ganze Lager bereits gehört hat. Nicht gestrichen wurde die Schlussszene, in der dargestellt wurde, dass nicht die narzisstische Neuordnung Europa retten werde, sondern die sozialistische Ordnung der Arbeiter und Bauern. Gegenüber den Zuständen der Ereignisse im Lager bestand völlige Kritikfreiheit. Sogar im New York Aufbau, wie auch im israelischen Wochenblatt, erschienen Besprechungen des Kabarett-Ausfalls. Nach dem Lagerkabarett war einerseits die Fortsetzung des politisch-literarischen Kabaretts und der Revue der Weimarer Republik. Gleichzeitig war er auch ein Verfasser politischer Lieder, ganz im Sinne der kommunistischen Ideologie seiner Zeit. Ist erstmal der Kapitalismus besiegt, erledigt sich auch das Rassenthema. Wir hören nun ein Lied, mühseligst recherchiert, muss ich zugeben, und gefunden im Kabarettarchiv Bernburg. Säuberung im Zoo, ein Programmpunkt aus der Bürstrevue Schmöcks höhnende Wochenschau. Wir sind die neueste Kommission. Sie wissen schon, Sie wissen schon. Wir säubern frisch und froh. Im Zoo. Die Menschen sind schon eingeteilt. Jetzt hat's die Viecher auch ereilt. Wer jüdisch hier sieht aus, muss raus, muss raus, muss raus. Vom Walross bis zum wilden Schwein, der ganze Zoo muss arisch sein. Es brüllt in jedem Stall ein Ruf wie Donnerhall. Alle Tiere, groß und klein, Nase raus, Schwanz herein. Und der Zoo wird judenrein. Sie werden sehen, das wird so schön, da staunt sogar der Papa Bremen. Den Papagei und das Kamel betrachten wir schon lange scheel. Beim ersten Blick, man sieht, Semit. Beim Nashorn und beim Elefant wird dann in Nasen gleich erkannt, was sich dahinter tut. Ajut. Das Eichhorn und das Känguru, die mauscheln auch bloß immer zu und fuchteln mit den Händen. Gottlob, das hat ein End. Alle Tiere, groß und klein, Nase raus, Schweiz herein, unser Zoo wird judenrein. Sie werden sehen, das wird so schön, da staunt sogar der Papa Bremen. Die Bären haben platte Füße, das Promenad, obermies. Beim Nilpferd wird's mir kalt, Gewalt. Beim Löwen sieht ein jedes Kind, dass seine Mähne Löckchen sind. Na und die Ziege meckert so keck, hinweg. Der Karpfen murmelt glückserfüllt, dass man ihn nicht mehr rituell jetzt füllt. Da sagt zu ihm der Barsch, mich können Sie mal an alle Tiere, groß und klein, Nase raus, Schwanz herein, unser Zoo wird judenrein. Sie werden sehen, das wird so schön, da staunt sogar der Papa Bremen. So kommen wir langsam auf den Grund und übrig bleibt der Schweinehund, Hyäne und Schakal. Egal, die Affen grinsen schadenfroh, das Rindvieh freut sich ebenso. Na und die Esel schreien, Hurra! Ja. Der Wiederhopf stinkt weiter dort, der Hamster schleppt die Beute fort, der Pleitegeier krächzt, wir sind und bleiben rechts. Alle Tiere, groß und klein, Nase raus, Schwanz herein, unser Zoo wird judenrein. Sie werden sehen, das wird so schön, da staunt sogar der Papa Bremen. Ich nähere mich jetzt dem schrecklichsten Kapitel in der Geschichte des Lagers, Interpretation. Meine Freundin Hertha Hausmann konnte am 8. Mai 1942 das Lager noch rechtzeitig verlassen.
und zwar mit Hilfe der russischen Schriftstellerin Nina Bofinkel. Ich fand Unterschlupf in einem der sogenannten Glasberghäuser. Ja, Glasberg war ein französischer Geistlicher, der sehr vielen Juden geholfen hat, unterzutauchen. Im November 1942, also haben die Deportation begonnen, schreibt der Maler Hans Reiche, ebenfalls damals in Brüssel, an seine Malerfreundin Hertha Hausmann, die sich eben schon im Glasberg befand. Zitat: Die Leute, nach denen du dich hier erkundigst, sind alle nicht mehr da. Die ewige Unsicherheit, auch der Besuch war wieder hier, lässt einen natürlich nie zusammen und Ruhe kommen. Bleibt ewige Sehnsucht nach Bildern und Malen. Im Anschluss an die berüchtigte Wannsee-Konferenz im Januar 1942 begann im März 1942 aus der besetzten und im August 1942 aus der unbesetzten Zone die Deportation auf und los. Bereits bei der ersten Deportation sind viele Künstler mit dabei, unter anderem Ruth Rauch und Steffi Messerschmidt, die Akkordeonspielerin, die beide zur Kabarett von Nathan gehören. Anfangs dachten die Internierten, es ginge nun in ein besseres Lager. Aber als man nie wieder etwas von den Deportierten hörte, brach Panik und Angst, sobald wieder neue Listen erstellt wurden und die schwarz gekleidete französische Polizei auftrat. Im Lager verbleibenden Hilfsorganisationen unternehmen alles, um Menschen aus dem Lager zu schmuggeln und sie zu verschenken. Von nun an schweigt die Kultur, mit einer Ausnahme. Geduldet wurde nur noch ernste Musik. Insgesamt 16 Personen wurden vom Kommandanten von den Listen gestrichen, darunter zwei Künstler. Der Wiener Geiger Fritz Brunner und Charles de Waal, den wir eben am Klavier gehört haben, der Pianist und Nathan. Ich zitiere aus einem Brief vom 15. April 1943 vom Lagerkommandanten an den Präfekt. Diese beiden Personen, also Fritz Brunner und Schallewald, bieten den Beherbergten die einzig verbleibende Möglichkeit der Zerstörung. Abgesehen von der Hypothek des YMCA sind diese beiden seit langem internierten Männer die einzigen, die im Lager geistige Anregungen geben. Für die Aufrechterhaltung der Stimmung im Lager ist dies unabdingbar. Diese Gründe, die für ein Leben in Freiheit sekundär wären, sind in diesem Fall entscheidend. Außerdem unterrichten die beiden Künstler 300 Kinder. Und was es noch gibt, sind einige wenige künstlerische Zeugnisse aus dieser Zeit der Deportation. Und niemand hat diese Zeit der Angst und Deportation mehr festgehalten als der Maler Julius Tonner, der wird auch hier in der Ausstellung erwähnt. Seine Aquarelle zeigen das Warten der Alten und Kranken auf den Bahnen, der Kinder, der Frauen und Männer auf den Transport. Mit gesenkten Köpfen stehen sie da und gehen gebückt zu den Erdnasswagen. Die Augen starren ins Leere. In den Händen tragen sie letzte Habseligkeiten. Die französische Polizei überwacht breitbeinig stehend mit auf dem Rücken zusammengelegten Händen den reibungslosen Ablauf der Deportation mit unbekannten Zielen. Tilly Rapp, von der ich das Gedicht Ruf aus dem Kampf vorgelesen habe, wurde deportiert. Das Gedicht wurde überliefert von ihrer Tochter Marvel Sieben. Eine Abschrift und ein Name findet sich unter anderem im Stadtarchiv Mannheim. Elsie Liefmann, der Kinderärztin aus Freiburg, gelang es mit Hilfe der Quäker das Lager zu verlassen und gelang mit Unterstützung ihres Vetters im September 1942 in die Schweiz. Ihr Bruder, einst Professor für Nationalökonomie, starb im März 1941, nachdem er aus dem Lager beurlaubt worden war, an den Folgen von Deportation und Internierung. Von den 6.504 badischen und pfälzischen deportierten Juden gelangen rund 2.000 rechtzeitig der Ausreise nach Übersee, vor allem in die USA. Viele starben im Lager an den katastrophalen Lebensumständen. Unter den 3.904 deportierten, die nach Auschwitz gebracht wurden, waren viele aus Baden und Abfahrts. Eine Frage hat mich während meiner jahrelangen Recherchen in den 90er Jahren nie losgelassen, und zwar, weil ich sie einfach nicht beantworte. Was wusste die Regierung? Was wusste der Präfekt, der Departement Basse-Pyrénées? Was wusste der Lagerkommandant? Wohin diese Züge gehen? Viele Dokumente der Regierung
waren zu meiner Zeit als Wissenschaftlerin leider gesperrt. Begründung: Staatsgeheimnis. Und zwar 60 Jahre lang von 1945 an. Außerdem gab es für mich damals zwei weitere Hürden. Bei der Forschung zuerst. Ich durfte in den französischen Archiven keine Kopien anfertigen. Das heißt, ich musste alles mit der Hand abschreiben, was für mich relevant war. Und ich musste unterschreiben, dass ich nichts schreibe, was gegen die Ehre Frankreichs verstößt. Hinzu kam, dass es noch keine E-Mail-Adressen gab, das Internet keine Rolle spielte. Recherchieren hieß, Archive besuchen, Briefe schreiben, telefonieren, auf Veranstaltungen gehen. Mein großes Glück bei der Mauerfall, so konnte ich auch Zeitzeugen in Ost-Berlin aufsuchen, Ost-Berliner Archive konsultieren. Und so konnte ich auch den Sohn von Alfred Nater durch einen absoluten Zufall auf einer Veranstaltung der AP der Künste kennenlernen in Berlin, und er gab mir wichtige Hinweise. Ebenfalls durch einen Zufall lernte ich den Sammler der Bilder von Louis-Albert Saar kennen, der im Besitz war, der Künste. Aber zurück zu der Frage, was wusste die Wichy-Regierung? Heute kann die Frage eindeutig beantwortet werden. In dem Dokumentarfilm Gurs un silence assordi, weil selbst Gurs ein betäubendes Schweigen, aus dem Jahr 2020, also er ist zwei Jahre alt, hat der Historiker Claude Lahari, der hier auch mit dem Ausschusskatalog erwähnt wird, hätte einen Brief in die Kamera. Datum: 9. Oktober 1942, Absender: Innenministerium. Polizeidirektion, unterschrieben von einem Kommissär Principal Chef des Solis, Empfänger, Präfekt des Departement Basse-Pyrénées. Der Brief ist aus heutiger Sicht vielleicht etwas kryptisch, aber für jemanden wie Claude Lahari, der sich seit 40 Jahren mit diesen Dokumenten beschäftigt, ist es sehr eindeutig, dass die Regierung wusste, wohin die Züge gehen. Ich zitiere jetzt aus diesem amtlichen Schreiben: Hiermit habe ich die Ehre, Ihnen Folgendes mitzuteilen. Es kursiert in jüdischen Kreisen von Po das Gerücht, wonach Ihre jüdischen Mitbürger den Deutschen als Versuchskaninchen für die Erprobung neuer Giftgase dienen würden. Alle Juden Poes sind davon überzeugt, dass in einem der letzten Konvois, der Frankreich in Richtung Deutschland verlassen hat, alle Insassen der Waggons, in denen sie Platz genommen hatten, vollständig ausgelöscht wurden mit Hilfe von Gas, dessen Wirkung die Deutschen testen wollen. In den jüdischen Kreisen in Po und Umgebung ist man ebenfalls davon überzeugt, dass die kranken, alten und Behinderten, die Deutschen in Speziallagern in Mitteleuropa sammeln, lediglich dazu dienen, an ihnen Experimente mit Bakterien und Gas durchzuführen. Ich bitte um die Musik. Die Zeitzeugenberichte zu nennen, die unmittelbar nach dem Krieg erschienen.
Außerdem sind ja natürlich die Initiativen aus den badischen, pfälzischen Städten zu nennen, insbesondere die Pflege der 1038 Gräber der UNESCO-Staufe. Dann sind hier natürlich die seit Jahrzehnten schon regelmäßig stattfindenden Austausch zwischen badischen Städten und der Amikaine Links und Bootsinnen. Hinzu kommen Mahnmale, Gedenktafeln, Stolpersteine, Schüleraustausch mit Zeitzeugen und neue Filme. Wer heute das Stichwort Bürsten im Internet eingibt, findet hunderte von Seiten, die Literatur ist uns erlaubt geworden. Diese Wanderausstellung mit den begleitenden Veranstaltungen in insgesamt 37 Städte ist ein weiterer wichtiger Baustein für ein europäisches Narrativ, von dem die Rede war. Aber noch immer gibt es in beiden Ländern Menschen, denen es nicht passt, dass die Wahrheit ans Licht kommt und dass sie über diese Geschichte des Lagers geforscht wird. Auch Jahrzehnte nach Auflösung des Lagers gibt es Menschen, die die Recherchen am liebsten verhindern würden. In dem bereits erwähnten Film Bürst an Silos Astrologie erzählt der Historiker Claude Lahavie, er habe eines Tages einen anonymen Anruf bekommen. Der Anrufer sagte: Pourquoi vous remuez dans la merde? Also Deutsch: Warum rühren Sie in der Scheiße? Ja, warum tun wir das? Weil wir jetzt die Deportierten schuldig sind und denjenigen, die im Lager wieder zugrunde gegangen sind. Wir sind es denen schuldig, die an den Folgen von Exil und Ernährung sterben mussten. Wir sind es den Überlebenden schuldig und ihren Familien. Und wir sind es die nachkommenden Generationen schuldig. Wir wissen heute aus der Familientherapie, aus Familienaufstellung, dass alles unausgesprochene und nicht gesagte, verdrängte in Familien unbewusst weitergegeben wird und viel Schaden anrichten kann. Gerade eben, weil es nicht bewusst ist. Diese Bürstgeschichte ist Teil unserer DNA in Frankreich und in Deutschland. Wir sind keine Solitäre, wir sind Teil eines Generationengeschehens und das länderübergreifend. Remuy de la Merde nach 1946 wurde auf dem ehemaligen Lagergelände ein Wald gepflanzt. Das war kein Zufall. Es sollte Gras wachsen, über alte Gräber und die Geschichte. Es ist gut, dass wir das nicht zugelassen haben. Ich freue mich sehr, dass meine Forschungen, Ausstellungen, Bücher dazu beitragen durften, damit solche anonymen Stimmen keine Chance haben und sich nicht durchsetzen. Ich bedanke mich sehr herzlich hier für diese Einladung, denn sie hat dazu geführt, dass ich mich entschieden habe, meine Privatsammlung Bürst endlich der Öffentlichkeit zu übergeben. Zu dieser Privatsammlung gehören sehr viele bewegende, aus meiner Sicht unschätzbar wertvolle Zeitzeugengespräche, die jetzt alle digitalisiert sind. Sie werden sich zusammen mit anderen Dokumenten zukünftig im Institut für Zeitgeschichte in München befinden. So ist das, was mit Hilfe von öffentlichen Mitteln vor vielen Jahren finanziert wurde, jetzt von Nutzen auch für die Öffentlichkeit. Und das ist vielleicht auch ein Baustein für ein europäisches Narrativ und gegen das Vergessen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.